mit dem Fahrrad nicht nur sich selbst von A nach B bringen, sondern auch Gepäck mitnehmen. Dafür bietet KTM das Elektrofahrrad eShopper an. Der eShopper ist als die Lösung für den täglichen Gebrauch konzipiert. Für Alltag und Freizeit gleichermaßen, um Einkäufe zu erledigen und um leichteres Gepäck zu transportieren. Dafür gedacht sind die beiden abnehmbaren Körbe an Front und Heck. Ein mittelgroßer Supermarkteinkauf samt Mineralwasserladung ist kein Problem. Der Rahmen wurde speziell für Transportanforderungen entwickelt und verfügt über entsprechend ausgebildete Korbauflagen vorne und hinten. Vorne dürfen bis zu 15 Kilogramm zugeladen werden, hinten bis zu 35 Kilogramm. Der leicht verstellbare Vorbau samt Lenker ermöglicht eine komfortable Sitzposition. Dank Tiefeinstieg ist der eShopper auch einfach zu erklimmen. Das 24 Zoll Lastenpedelec fährt sich mit und ohne Beladung sehr souverän. Die Schwalbe Big Ben Bereifung mit Pannenschutz sorgt für etwas mehr Komfort, denn Federung ist sonst keine vorhanden. Es handelt sich um ein 25 km/h Pedelec mit Bosch Active Line Elektroantrieb, der auch im eShopper eine sehr gute Wahl ist und mit einem 400 Wattstunden Akku im Gepäckträger kombiniert wird. Die Unterstützung ist gerade richtig, nicht zu heftig und nicht zu schwach. Die Reichweite ist Bosch-typisch sehr gut. Wir sind auf einer zumeist flachen Testrunde mit 5 kg Zuladung plus 80 kg Fahrergewicht problemlos über 60 km im Stadtgebiet weit gekommen. Gefahren wurde dabei vorwiegend in den stärkeren Unterstützungsstufen. Im Turbo-Modus beträgt die Unterstützung 225%. Das Bosch-Display gibt übrigens alle notwendigen Infos und lässt sich bestens ablesen und bedienen. Bemerkenswert am 31 kg schweren eShopper ist die gute Verarbeitungsqualität sowie die praxisgerechte Ausstattung mit Shimano Alfine 8-Gang Nabenschaltung mit Freilauf, 40 Lux Lichtanlage und standfesten hydraulischen Shimano Scheibenbremsen mit 180 mm Durchmesser vorne und 160 mm hinten. Selbstverständlich gibt es einen Mittelständer, der sich um solide Standfestigkeit kümmert. Kritikpunkt: Die Transportkörbe sind zwar leicht abzunehmen, aber mangels Diebstahlsicherung auch entsprechend leicht zu entwenden. Insgesamt ist das KTM Machina eShopper ein rundum gelungenes, sehr empfehlenswertes 25 km/h Pedelec mit hohem Nutzwert und besten Voraussetzungen für Alltag, Freizeit und selbst größere Touren. Der eShopper ist zu Preisen ab knapp über 3000 Euro erhältlich.